Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Car Mechanics Simulator mit zusammen mit Pascal. Hallo. Ich überlege gerade, kann es sein, dass man auf Experte doppelt so viel XP bekommt? Lol, wer hat sich das denn die Arbeit gemacht, das alles einzustellen? Oh mein Gott. When cooking water? After cooking water? Warum ist denn mein Wasserkocher? Ich habe einfach jemand irgendwelche random Hinweise hingeschrieben. In der Hoffnung, dass sich irgendwelche Leute vielleicht nie durchlesen. Und die Leute, die sich durchlesen, dann sind Easter Egg Work Enten. safely. You may not Second get a second Chance. chance. Du könntest keine zweite Chance bekommen. Oh Gott. Gab's nicht irgendeine Taste zum C. Junge. Unglaublich. Warte, habe ich es gespeichert? Ja. Nicht besser. Also so Radperspektive und oben. Do not. Work safely today, remember? Somebody expects. Den Rest kann ich nicht lesen, der ist zu verwaschen. Ja. Do not smoke, eat or drink. In this area. Ah ja, in this area. Notice, turn off your mobile phone wahrscheinlich. Kann sich so genau lesen. Ich auch nicht. Machen wir los. Ah ja. Wir brauchen einen ja. Auftrag. Richtig. Wir brauchen nicht Geld. Korrekt. Oh, der Kampagne aber da. Richtig. Aber was haben die alle mit ihrem Lack? Ja. In der letzten Folge waren auch einige, also die Kampagne Fortsetzer, die hatten alle kaputten Lack. Ich glaube, das ist sehr dreckig. Oder meinst du? Das ist halt Dreck. Ja, wobei, nee, hier ist auch Lack kaputt. Okay. Sehen wir drin vielleicht besser. Okay, nein. Aber das ist definitiv ein Faktor Dreck. Hoch auf die Bühne und schauen wir, was wir machen sollen bei dem Ding. Willst du vorlesen? Hallo, ich habe gesehen, dass du ziemlich gute Bewertungen hast und mir gedacht, dass du mal ein Problem mit Sicherheit lösen kannst. Ich habe schon mit einigen Experten gesprochen. Aber was die einzelnen Experten mir gesagt haben, stimmt überhaupt nicht überein. Das Problem ist daher natürlich immer noch nicht gelöst. Es läuft alles auf dieses unerträgliche, ständige Klopfen hinaus. Auch das Getriebe funktioniert seit der letzten Reparatur Nicht mehr richtig. nicht mehr richtig. Nach einer Woche wurde das Verhalten zum Albtraum. Ich untersuche das nochmal und versuche alle Probleme zu beheben. Ich verlasse mich auf deine Ehrlichkeit. Es ist die letzte Chance für mein Auto. Wenn das nicht reicht, bleibt mir nichts anderes übrig, als es loszuwerden. Wie auch immer, halt mich auf dem Laufenden. Ist dieses Nein, das ist rot, das kommt. Übrigens, ziemlich gute Bewertungen könnt ihr uns auch geben, ne? Also, Boah, was für einfach ein Like Überleitung. mal. Ich wollte dich eigentlich Like und Abo wäre unterbrechen, natürlich aber. toll. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, wegen dem, weil das so runtergeht. Und das hier ist. Das letzte war ein Witz. Guck dir das mal an, ja. Du weißt aber nichts. 130 Milliarden Komponenten kaputt und du hast keine Ahnung, was kommt. Aber wir wissen, es ist ein Klopfme. Ein Klopfen, Klopfen das ist noch heißt Nockenwelle. Ja. Das Ding, was hier unten drin ist. Allerdings, man könnte es natürlich schauen. Guck mal, das Ding hat sogar hier, ach, wie heißt das? Mist, fällt es gerade nicht ein. Bei solchen Fällen haben wir jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder wir gehen in den Inspektionsmodus und lassen ja die einzelnen Teile, gucken sie einfach mal an. Also das, was sozusagen visuell einfach sichtbar ist, dass es kaputt ist. Sieht man, weil die Teile zum Teil im Motor sind, sieht man das jetzt nicht. Ist auch irgendwie dämlich, oder? Jetzt mal für jedes Teil, was du da inspizierst, 2 XP bekommst. Ja, das ist so eine XP-Farming-Variante. Da kann man sich zum Beispiel die hier alle angucken. Aber man sieht halt die genaue Qualität nicht. Das ist ein bisschen nervig. Die sind alle gelb. Genau. Hier schauen wir uns Gelb jetzt gerade hier ist die so Federung in an, zum Ordnung. Beispiel. Gelb ist wahrscheinlich in Ordnung, denke ich mal, ne? Während grün die Gelb ist neu wäre und rot 30 verkackt. Prozent bis 70. Also so ist halt abgenutzt so ein bisschen. Also in Ordnung halt. Und Ja. grün wäre wahrscheinlich optimal und rot ist Nicht mehr funktionsfähig. wegschmeißen. Luftfilter können wir uns angucken. Die Hier ist beiden alles gelb Kästen bisher. hier. Ich glaube, das hilft uns nicht wirklich weiter. Einfach nur alles gelb Das markiert. können wir noch angucken.
Guck mal, hier sehen wir es zum Beispiel. Hier die, wofür ist die? Keine Ahnung. Da hinten ist das Rot, ja. Hier zum Beispiel, das ist tiefrot, da merken wir hier schon, das ist die Welle, die das hier überträgt. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Vorderantrieb. Also der hat vorne den Antrieb. Deshalb ist es ja die Welle hier. In der letzten Folge hatten wir auch das Auto mit Heckantrieb zum Beispiel. Nee, der hat Allrad, Tobi. Der hat hinten auch. Nein. Nicht? Nein, das ist nur die Federung. Ah, okay. Ach, das geht nur zum Auspuff. Ich dachte, es geht auch noch hinten zu der Achse. Okay. Nee, da hat er nur Frontantrieb. Ich dachte, er war Allrad. Genau, also wir können die Abgasleitung hier sozusagen auch noch untersuchen und halt die Federung jeweils. Die kann man sich hier mal schnell so anschauen. Beziehungsweise die Federung nicht mal, weil die Feder ist nicht mit markiert. Das muss man auf dem Prüfstand mal machen. Das können wir uns allerdings jetzt gleich, zeige ich gleich mal, nachdem wir uns ja alles einmal so angeschaut haben. Die Zeit kann man übrigens auch verkürzen. Wir haben echt wenig Teile gefunden. Also wir wissen nur, die Nockenwelle muss es sein wegen dem Klopfen. Und dann das eine Teil haben wir da unten noch gefunden, diese eine andere Welle da. Ja, das hier und das hier, das ist die, das hier ist, das ist glaube ich der Lenker. Damit lenkst du das. Mhm. Mit dem hier, mit dem kleinen Ding. Oder? Nee. Ja. Ach, ich weiß doch, ich hab das nicht studiert. Ich glaube, es ist eine Ausbildung, Tobi. Kein Studium. Man sagt trotzdem, ich habe das nicht studiert. So, jetzt gucken wir hier mal in die Verbesserung rein. Jetzt haben wir hier nämlich allerlei Werkzeuge und Aufwertungen, die wir hier alle für Geld kaufen können. Das ist nicht wie der Skilltree, wo man hier Erfahrungspunkte bekommt, wo wir übrigens auch mal gucken können, ob wir irgendwas machen. 5% Rabatt auf die von dir gekauften Teile. Mhm. Hier, das ist das, was ich meinte. Minus 0,05 Sekunden verkürzte Zeit für die Untersuchung eines Teils. Also wir haben eine Sekunde Grundzeit. So, also ja, man kann das auch noch reduzieren. Schneller bewegen, warum gibt's das überhaupt? Das brauchen wir eh erst später, wenn wir dann Teile reparieren können. Den schneller Schrauben habe ich jetzt bisher immer gemacht. Montagegeschwindigkeit, ich weiß nicht. Aber das Inspektionsgeschwindigkeit schon eher sinnvoll, weil Montage war jetzt echt nicht so lange, muss ich sagen. Ja, machen wir das. So, jetzt gehen wir hier rein. Das können wir noch nicht machen, weil es zu teuer ist. Aber Lackiererei brauchen wir noch nicht. Werkstatterweiterung? Nö, das ist zum Reparieren. Container hinten? Nee, brauchen wir auch nicht. Zweite Hebebühne gab es noch. Reinigung? Nee, zweite Hebebühne würde ich aber auch nicht machen. Ich würde erstmal hier schauen. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel ein Tablet. Neue Ausrüstung. Tablet. Zugriff auf den Shop von jedem Ort aus. Da können wir einfach so den Shop öffnen, während wir noch bei der Inspektion vom Fahrzeug sind. Also wir gucken sozusagen das an, markieren das auf der Einkaufsliste, öffnen direkt den Shop und wechseln das einfach nur aus. Müssen nicht irgendwie rausgehen. Richtig praktisch. Onboard-Diagnose, neues Werkzeug, OBD-Scanner, ermöglicht den Scan von Fahrzeugen mit OBD-Anschlüssen. Das war das Ding, was ich gerade gezeigt habe. Das ist so ein... Ach, zeige ich dann gleich nochmal. Da kann man so Fehler auslesen. Das Ding, was du da meintest. Und, ja. Also wenn wir uns das jetzt noch holen, dann kriegen wir noch mal ein... Wird es einfacher mit dem Auto, weil wir nicht das genau, Auto auseinanderschrauben müssen, sondern schon mal wissen, was Komponenten hier und da kaputt sein könnte. Neues Werkzeug, Kraftstoffdruckmesser, ermöglicht die Prüfung der kraftstoffführenden Teile. Multimeter zur Prüfung von elektrischen Verbindungen und Widerständen. 150, das geht halt alles voll. 300, ja. Testen, Kompressionstester, Motorteile. Reifendruckmesser. Reifenprofil. Und das Scheiben, was? Reifenprofiltester, ja, stimmt, hast recht. Fügt der Werkstatt einen Wagen mit Fensterfolie zum Tönen von Scheiben. Das ist so ein Service-Ding, brauchen wir nicht. Ein Schweißgerät zur Reparatur von Karosserie brauchen wir noch nicht. Und ein Ladegerät für Autobatterien brauchen wir auch nicht. Ja. Und das brauchen wir erstmal, die da drüben. Die erweiterte Werkstatt. Oh. Ja. Jetzt gehen wir hier rein. Das hier ist dieses OBD-Scanner-Dingsbums-Anschluss. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen analysieren mal. Jetzt habe ich nicht nur das hier bei den Analysegeräten, sondern wir haben jetzt auch zum Beispiel noch das Reifenmultimeter. Schauen wir mal. Was prüfst du da? Du hast da gerade keinen Reifen bei dir. Ja, man ist immer in der Ansicht. Sehen wir? Ah, okay. Cool. Die Reifen haben so und so Zustand.
Das muss ich mal zu den Reifen hingehen, um das Reifenprofil zu messen. Toll. Ja. Nee, warte, was wollte ich machen? Nee, nicht das. Du hast den Scanner daneben. Hier, guck mal, da wir das hier markiert haben, also diese roten Teile, werden jetzt hier auch mit angezeigt. Ne? Das sind die Stabilisatoren, die dünnen Stangen hier. Antriebssäule Zwischenwelle 8, das ist das Ding, ja. Machen wir noch die Analyse an diesem OBD, oder wie das heißt. Jo. Genau. 9% ist ganz schlecht. Es ist nicht alles schlecht. Au! So, okay, die Zündspulen sind auf jeden Fall schon mal ziemlich im Eimer. Alle. Bis auf die, ja doch, alle. Alle Zündspulen. Oh. Der Motor läuft zum Glück noch, dadurch können wir das noch benutzen. Wenn der Motor gar nicht anspringt, dann könnte man das Werkzeug nicht benutzen. Ja. Also anspringen oder nicht? Er macht nur... Nee, das ist aber Absicht. Das ist Absicht. Ah, okay. Also der springt schon an. Der wird dazu gebracht. Ah, okay, ja. Der wird nur so weit gebracht. Okay, das sehen wir zum Beispiel hier. Die Kolben im Motor sind kaputt. Das heißt auf jeden Fall, wir dürfen alles... Aber mehr als kaputt. 2,5%. Wir dürfen alles auseinandernehmen, auf jeden Fall. Und wer hätte das gedacht? Die Nockenwelle ist kaputt. Jo. Machen wir weiter. Elektrische Bauteile. Das sind Zündkerzen, glaube ich, oder? Nee, das sind vor allem die Relais. Guck dir an, wie unsere XP hochgehen. Ja, richtig XP-Farm hier. Das machen wir einfach bei jedem Auto, egal was es ist. Das ist so entspannt. So, okay, also... Das sieht gar nicht so schlecht elektrisch aus. Elektrisch ist es richtig. Die Elektrik läuft. Perfekt. So einigermaßen, ja. Ja, haben wir alles? War alles bei 70% ungefähr. Zustand der Reifen? Ah, nee, Kraftstoffsystem hat man nicht. Normalerweise siehst du jetzt oben links, was im Zustand die haben. Die einzelnen Teile. Wird das so angezeigt, dir immer. Ja, bei das läuft auch normalen. Alles. Also Treibstoffgedöns läuft auch alles. Einspritzdüse etc. Gucken wir mal hier rein. Mhm. Radlager. Mhm. Oh, okay. Es sind gar nicht mehr so viele Teile, die fehlen. Doch. Es okay. Ist schon der Großteil. Ich würde sagen, wir haben knapp die Hälfte der Teile jetzt so. So, Maverick. Hier, Federungen, die können wir halt nicht überprüfen. Das ist, da kann daran liegen, noch ein bisschen liegen. Wir haben. Ne, wir sind auf dem Prüfstand halt eben. Ja, die ganzen Gummisachen hier, die. Dafür brauchst du den Prüfstand. Die ganzen Gummilager und so. Oh. Genau, überprüfen können wir jetzt nichts mehr hier. Manu. Obwohl, warte. Nein, okay. Das geh mal rein. Jetzt geht's darum, alles abschrauben. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erst wahrscheinlich den Motorblock auseinander, oder? Haben wir noch irgendwas im Inventar? Eine Kiste, cool. Yay, Tech-Opening. Weil das ein Simulator mit Tech-Opening. Nächste Kiste. Das kann so unendlich portieren, wenn du Glück hast. Da muss auf jeden Fall Simulatoren drin sein. Ach, Mist. Simulator ist aus, ne? Glücksspielfaktor. Okay, so, gehen wir rein. Ich finde die so unnötig. Was denn? Ich find's cool. Ich wollte sagen, jedes populäre Spiel irgendwie Pack-Openings hat, deswegen muss ein Automechanik-Simulator auch Pack-Openings drin haben. Ich hab schon gar nicht. Mit dem du XP gewinnst. Cool. XP, Geld, Kisten oder die blauen Dinger. XP, Geld und die blauen Dinger. Ich habe nur nicht ganz verstanden, wofür die eigentlich da sind. Genau, das war gut, das hatten wir ja überprüft. Ich bin dumm. Also Luftfilter geht alles. So, Relais war auch in Ordnung. Ich würde einfach sagen Motor, ne? Boah. Das wird unsere erste Baustelle werden. Das Öl nehmen wir vorher raus. Ja, sicher. Nicht, dass wir plötzlich irgendwie in die Ölwanne kommen, dann plötzlich platsch. Ganze Öl da unten, dann läuft das so $500 oder wie viel das kostet. 50. Das ist die ganze, $50, okay. Dass wir die ganze Werkstatt wieder schrubben. Nein. Wolltest du nicht direkt die Ölwanne abmontieren? Das Öl sah noch gut aus.
Das hat ja angeblich auch schon einige Expertenreparaturen hinter sich. Was das für Experten war. Jetzt bist du der nächste Experte, der das Auto rangelassen wird. Aber was das für Experten waren, ey. Guck mal, hier sehen wir auch schon, der ist komplett schwarz. Das geht gar nicht. Da ist der Kolben im Eimer. Zylinder. Kolben? Wie nee, auf Kolben? Kolben, doch. Oder? Also ich dachte, das ist Kolben. Ach schon, der Kolben ist das, was im Zylinder drin steckt. Ja, richtig. Also es sind die Kolben, doch Schrott. Ja. Was jetzt? Ja, ich hab richtig, ich hab das erste, was ich gesagt habe, war richtig. Also die Kolben sind die Dinger, die in den Zylindern drin sind, ja. Und die sind Schrott. Lalala. Also mein Tipp gerade halt so bei Schrauben, die halt so alle in einer Reihe sind. Einfach so gucken, dass sie alle hintereinander sind und einfach durchdrücken. Und jetzt einfach mal zum Beispiel. Ich drücke jetzt mal X. Damit ist es auf der Liste. Entferne es. Oh, geht nicht, weil nicht hochgefahren. Ihr merkt schon, es wird irgendwie leerer. Ja, langsam. Da. Was drücke ich? Tab? Nee, nicht Tab. Was war? T? Ah ja. T wie Tablet. Na komm, was soll ich das neu wieder einbauen? Viel sinnvoll, sie erstmal wieder zum PC zu rennen. Okay. Machen wir mit dem Motor weiter, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie es mit dem Katalysator gestellt ist. Ich habe erst vor kurzem Chemie gelernt, wie ein Katalysator chemisch funktioniert. Ein Abgaskatalysator. Erklär doch. Oder ist es zu kompliziert? Naja. Einfach gesagt, die ganzen giftigen Gase werden eben mit Hilfe von Katalysatoren, die da sich drin befinden. Das sind drei unterschiedliche Metalle, ich weiß gar nicht mal welche genau. Mit Hilfe von diesen drei unterschiedlichen Metallen werden diese Gase zu weniger schlimmen Gasen umgewandelt. Also Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid zum Beispiel. Gut, Kohlendioxid ist auch nicht gerade das Beste vom Besten, aber immerhin ist es kein Atemgift, wie Kohlenmonoxid, ne? Ja. Yep. Und die Stickoxide, die werden zu Sauerstoff und Stickstoff aufgespalten, ne? Zwei Bestandteile unserer normalen atmosphärischen Luft, die jetzt auch nicht höchst giftig sind, wie halt eben die Stickoxide an sich. Oh, Junge. Da mache ich halt erst das Ding ab. Das ist eine dieser Riesenschrauben. So. Ja, wir müssen eher alles auseinandernehmen. Die Nocken selber kommen im Eimer. Die anderen könnten sogar noch gehen, eventuell. Ja, würde ich auch sagen.
Übrigens, nur mal so als Tastenkombi-Tipp. X, damit macht man, setzt man einen Teil auf die Liste. Mit Tab öffnet man die Liste. Kann man an- und ausschalten. T ist, ist das Tablet. Dann hier kann man mit Pfeiltasten kann man hin und her switchen. Zwischen den einzelnen Dingen. Ich habe jetzt nur eins drauf, das ist doof. Mit Pfeiltasten hin und her. Enter ist das Suchen. Nochmal Enter drauf ist das Öffnen, das ausgewählte Teil. Und dann mit Pfeiltasten kann man die Menge bestimmen. So mache ich das immer so schnell. Falls sich das mal einer fragt. Warum bewegt er seine Maus nicht? Das ist ja wie ein Emergency, ey. Ja, bei mir sieht man aber schon meine Maus, wie ich die bewege. Aber weil ich auf einem Emergency auch ein Mausplayer bin, während Tobi ja nur Tastenkombis nutzt, da gefühlt. Aber jedem so, wie er besser zurechtkommt, ne? Dafür gibt es ja die mehrere Optionen. Ich frage mich, warum das, warum die, der Radnamen-Ding, Kopf-Dingsbums, der, das glatte Ding da, warum das eigentlich nicht Pilz, Pilzkopf heißt. Das da. Keine Ahnung. Da. Das sieht doch Radnabendeckel. Hm. Warum nicht metallischer Pilz? Metallpilz. Ich weiß aber, weil der Deckel der Radnabe ist. So, gehen wir mal hier rüber. Bauen das wieder dran. Schauen wir da nochmal. Hier und da fehlen so ein paar wenig viele Teile. Wenig viele Teile, wer kennt's nicht? Ja, und so ein paar wenig viele Teile fehlen dann noch. Guck mal, hier haben wir schon einiges geschafft. Zum Beispiel gibt es immer noch keinen Motor, denn Motor ist immer noch nicht vorhanden. Guck doch mal, wie du Motor definierst. So, jetzt haben wir schon mal Kolben. Also jetzt könnte der Motor auf jeden Fall schon mal durch den Anlasser, also er könnte sich schon mal drehen. Ja, aus würde nichts passieren. Aber nee, weil also, er könnte sich, du kannst natürlich probieren mit dem Anlasser zu fahren, aber ich weiß nicht, ob das so gut endet. Stimmt, es wird ja nicht mal Treibstoff eingespritzt oder irgendwas, stimmt. Das heißt, den Kolben, naja, anlassen kannst du, aber er wird nicht laufen. Riesen fetten Schrauben, ey. Ey. Ach nee, das ist die Lichtmaschine mit dem Rad dahinter. Ich dachte, wow, seit wann ist da ein zweites Getriebe? Ich find's aber auch schön, wie in dem Spiel hier Schrauben einfach nur so eine random Verschleißware sind. Ja, also wenn du dich auch noch um Schrauben kümmern. Schrauben. Wenn du dich auch noch um Schrauben kümmern wüsstest, das wäre schon echt abfuck. Naja, ganz einfach, jeden Tag kommt einfach so ein Firmenvertreter vorbei und bringt auf so einen riesigen Kasten mit allen möglichen Schrauben. So, und sagt dem Auto so, hey, guck mal, wir geben dir die Schrauben, damit du auch weiter bei uns Teile bestellst. Das ist die Storyline dann einfach. Hm. 100%. Genau das war der Gedanke. So, jetzt dürfen wir das Nervigste mit am ganzen Motor machen. Yay, die ganzen kleinen Teile da. Danach heißt erstmal, wenn das Auto fertig ist, Inventar leeren. Aber sowas von. Mit dem ganzen Müll. Warte mal, das, so, das können wir doch noch 7 Mal besser machen. Dab. Ja. Noch 4 Mal. Dab. Also diese Nockenwelle doch mal befestigen muss, Tobi, also wirklich. Diese 1A-musische Untermalung hier. Oh, halt. Nee, das wollte ich nicht einbauen. So, machen wir es nochmal so, wie ein Pascal das machen würde. Ich glaube, ich würde es wirklich tatsächlich so machen.
für diese Vorführung hier. Merkst du selber, ne? Nö. Ja, ich komme damit gut zurecht. Also besser als mit Tasten. Deswegen. Junge, Junge, Junge. Noch die Abdeckung drauf und dann wäre das Teil auch schon mal fertig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Maustyp oder Tastaturtyp seid. Ich mache tatsächlich einiges mit Tasten, also. Aber nicht viel. Also ich mache wahrscheinlich mehr als der Otto-Normal-PC-Benutzer mit Tasten, aber jetzt auch nicht zu krass viel. Also ich gehöre auch zu den Typen, die sehr, sehr gerne zum Beispiel Alt-Tab benutzen oder so. Nee, darum ist in Spielen. Es geht jetzt um Spiele. Es geht um Spiele. Achso, Spiele? Ja, okay, nee, da bin ich, nee. Beziehungsweise, naja, nur im Zugsimulator, weil da ist es scheiße, ganz mit der Maus zu arbeiten. Weil du da teilweise hier und da Tasten von unterschiedlichsten Arten und Weisen und überall über das gesamte Cockpit verteilt drücken musst, da wirst du wahnsinnig, wenn du die ganze Zeit mit der Maus da hin und her gucken musst. Und dann redet das auch einfach nur die eine Hand links, die andere Hand rechts, sondern tust du einfach da den jeweiligen Knopf drücken oder den Schalter ziehen. Und so wie du ja die Tastatur einfach die jeweiligen Knöpfe drücken. Anstelle von, dass wir da hingucken und mit der Maus drauf drücken. Deswegen, ja. Bei diesen Gummilagern, da kann man es auch einfach 10 Stück kaufen, die werden alle. Die werden ja alle. Wir haben alleine jetzt 8 verbraucht, so. Ja. Ich würde sagen, deswegen sage ich ja, spätestens beim nächsten Fahrzeug werden es alle. Weil es gefühlt kaum ein Fahrzeug ohne diese Gummidinger. Und die sind auch bei jedem Fahrzeug die gleichen, also. Ja. Einheitsgröße. Es gibt groß und klein. Pleuellager, Deckel, Radlager. Warte, wo habe ich ein Radlager vergessen? Zündkerze, Zündkerze fehlt. Du hast eine Zündkerze vergessen. Nee, ich habe einfach wahrscheinlich, da ich dachte, die wäre okay, aber war es anscheinend nicht. Dann war es wahrscheinlich das Radlager hier, was nicht okay war. Dass ich das so einfach eingebaut habe. An sich könnte man das auch mit Radlagern und so machen, aber ich habe mich auf die Gummidinger beschränkt, weil du die halt wirklich in Mengen brauchst. So, Auftrag erfüllt. Ja. Ja. So, noch Zündspule, eine Zündkerze und die Pleuellagerdeckel-Gedönsdingens da. Welcher von denen ist am meisten kaputt? Ich sag der, ja, der, den ich als letztes eingebaut habe. Weil der immer die niedrigste Qualität hat. Einzelfunken und Zündkerze. Warum habe ich die Zündkerzen eingebaut? Das weiß ich nicht mehr. Hm. Es ist ja nur eine von denen. Ja, okay, dann war es vielleicht die. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Machst du die? Nein. Nee. Hier hatte ich ja schon neue reingebaut, ne? Jo, die sind neu. So. 79. 74. Und jetzt brauchen wir noch einmal. Da. Und jetzt? Jawohl. Jetzt ist richtig. So, jetzt fehlen nur diese Pleuellagerdeckel-Gedöns-Dingens da, wo auch immer die sein sollen. Und hier haben wir noch den ganzen Motorteil vergessen. Ja, der Motor muss noch gerichtet werden. Die ganze Umlenkung von den Kolben auf die Stangen und alles. Sonst läuft der Motor, aber nicht die Räder. So ungefähr, ja. Du kennst ja, Motor läuft dann schön, aber du kannst nicht fahren. Und außerdem wunderst du dich, warum du auf einmal so einen Haufen Teile extra hast. Ja.
So, hier Auto und noch eine Partei, über die ich keine Ahnung hatte, wie ich die verbaut habe. Hat sich aus ihrem Auto rausgeholt. Oh Mann, so eine Pappkiste mit so ein paar Teilen und ja, schauen Sie mal, was Sie finden. Riemen. Ja, mal schauen, vielleicht können Sie den Teil noch was anfangen. Ich auf jeden Fall nicht. Aber ja, Auto läuft zumindest schon mal. Ich bin noch nicht Probe gefahren, aber ansonsten. Aber der Motor läuft deswegen, alles super. Ey. So, bauen wir die Reifen dran, oder? Ja. Die Pleuel-Lagerdecke hast du jetzt auch? Oder? Nö, die hab ich gerade dran gebaut, ja. Ah, okay, gut. Da mussten ja erst die Kolben dran, die man nur von oben dran machen kann. Ach so. Okay. Übrigens, bei den Reifen müsst ihr darauf achten, die haben manchmal zwei verschiedene Größen, weil die hinteren die größer sind als die vorderen oder umgekehrt. Wahrscheinlich eher die hinteren, die größeren. Hm. Aber dann müsst ihr halt hinten die gleiche Größe und vorne die gleiche Größe, weil sonst wird's Stoß. Du tust über Kreuz montieren, kippelt das. Das habe ich mal gemacht und dann hat das Spiel halt eine Fehlermeldung ausgegeben. Ja, weil das Auto gekippelt hat dann plötzlich. Ja. Ja, das sollte man eher vermeiden. Können wir mal sehen, ob es vollständig ist? Öl muss noch ein auffüllen. Das hat's dir abgelassen. Soll's dir aber auch ablassen. Gluck, gluck. Ganz frisches Öl da rein. Mhm. Gucken wir mal. Gute Motoröl. Dann der Fuß ist gelbe Stäbchen. Da, ich finde, da kann man so richtig gut mitwippen bei dieser Musik. Nice. Das war super. Oh, glänzt auch schön golden, das Öl. Und nicht braun. Es glänzt braun. So, ich würde sagen, da wir das Ganze einfach mal auseinandergenommen haben, können wir das... Wir haben keine Teststrecke oder so, oder? Nee. Hm. Warte mal. Wir könnten das... Wo war denn das? Warte mal, erstmal stelle ich es hier auf den Werkstatteingang. Ich dachte, das könnte man noch Probe farmen. Farm? Probe farmen. Aha. Man kann im Spiel farmen? Man kann in dem Spiel fahren. Aber sowas von. Krass. Dann können wir das Ganze mal testen. Ich glaube, sie nicht zu Schrott fahren, das Auto. Die Teststrecke. Ich bin die bisher sogar zweimal gefahren. Sehr erfahren. Oh, scheint auch nicht mehr zu arbeiten. Das tut mir teuer. Ihr seid so Mutterraum im Eimer. Aber kann man eigentlich auch Autos, die nicht funktionieren, fahren? Probe fahren? Ich glaube nicht. Ah, schade, weil das wäre cool, wenn einfach so ein kaputtes Auto, das dann aufgrund dessen, das Teil kaputt ist. Und dass man dann mit dem Auto versucht zu fahren, dass das nicht richtig geht, weil... Du merkst halt, dass die Bremsen halt schlecht sind, dass die Lenkung halt sich komisch anfühlt. Du merkst, dass die Reifen nicht genug Grip haben. Das merkst du halt. Diese ganzen Zustände, diese Prozente, die merkst du alle beim Fahren. Wenn du da genau Experte bist und drauf achtest. Guck mal hier, Prüfbericht. Ja, das ist jetzt auch ein Prüfbericht. Ja. Da können wir die Bremsen und so angucken. Die Gummilagerbuchsen und alles. Da sollten wir vielleicht doch mal in ein Auto, was wir bekommen, einfach mal random Test fahren. Dass wir da vielleicht auch, das ist auch eine Art Analyse halt eben. Das bringt sogar was. Analyse, also nicht nur die Analysewerkzeuge, sondern eben einfach mal auf die Teststrecke gehen mit dem kaputten Auto. Vorausgesetzt, der Typ sagt, dass der Motor noch läuft.
der ist. Vorausgesetzt, der Motor läuft einfach noch. Ja, wenn er natürlich sagt mit, also wenn er natürlich ins Auto kommt mit den Worten Motorschaden, dann würde ich natürlich nicht auf die Teststrecke gehen, aber V-Max-Teststrecke, Junge. So 30 Kilometer lang geradeausstrecke oder wie? Let's go! Fuß gibt's leider nicht. Es schaltet recht spät in meinen Augen, oder? Mag sein. Es hört sich auch irgendwie nicht ganz sauber an, die Schaltung. Ja. Es schaltet sehr spät und auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten schaltet der überhaupt mal. Also im zweiten Gang war es bei 50 km/h oder so gegangen. Also das ist schon ein bisschen sehr hoch. Jetzt mit 200 hat er gerade nochmal geschalten. Also ist jetzt erst im fünften Gang. Bei 230. Hä? Was ist das denn für eine V-Max-Strecke? Die einfach zu Ende ist. 100 kommst hier, also wirklich. Na gut. Na gut, aber ich würde mich dann auch verabschieden von dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. 236, Alter. Das Auto, das ist in die Werkstatt gekommen und war gar nicht gut. Stell dir vor, 236 Gleise vergehende Betonwand. Du bist platt. Ich will's mal schalten bis zum fünften Gang. Nein, es gibt keine Schadensmodelle mehr, fragt sich. Wie soll ich dir das erklären? Also, ich habe hier Auto, also ich habe eine gute, schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich habe hier Auto repariert. Schlechte Nachricht ist, ich war auf eine Teststrecke. Na gut. Und hab mal versucht, damit zu fahren. Ja, übrigens, diese Metallkugel da, das war ihr Auto. Das ist eine Schrottpresse. Na gut, tschüss. Pascal, du sollst Tschüss sagen. Also, peinliche Stille. Hast du nicht schon mal eine Abmord? Ja, egal. Okay.